Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Eldaria. Wir sind wieder im Reich der Feen und anderen Lebewesen, die in diesem Reich leben. Yay. Und wir machen direkt weiter. Letztes Mal sind wir fast wieder in Kerker gelandet, der ziemlich bequem aussah. Nicht? Und ja, jetzt sind wir draußen. Dank Kero und der Unterstützung der anderen Mitglieder der Garde von Il konnte ich den Kerker entgehen. Gemeinsam hatten sie Miku überzeugt, mir eine zweite Chance zu geben. Weiter. Nur hatte ich immer noch nicht begriffen, was das bedeutet. Miku, ist echt lustig. Du solltest Mitglied deiner Garde werden. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin dazu verpflichtet, einer Garde beizutreten. Du hast vorhin von einem Refugium gesprochen. Da könnte ich doch hin. Nein, sie hat sich klar ausgedrückt. Die Jungs sollen sich um dich kümmern. Das bedeutet, dass du in einer der Garde eintreten musst. Aber in welche, weiß ich nicht. Hast du ein bestimmtes Talent? Nichts Außergewöhnliches, aber ich bezweifle, dass es mir in dieser Welt sonderlich weiterhilft. Da findest du recht, Herr. Wir machen mit den Grundlagen weiter, und entscheiden dann, wie es weitergeht. Was denn für Grundlagen? Die Garden natürlich. Ich habe dir von den 4 Garden erzählt. Erinnerst du dich? Ja, jede von ihnen wird von Miku und den anderen Jungs geführt, die gerade gegangen sind. Exakt. Auch wenn sich die einzelnen Garden für verschiedene spezialisiert haben, so verfolgt sie doch alle dasselbe Ziel. Und wenn du das Gefühl hast, es herrsche eine Art Konkurrenz zwischen ihnen, mach dir keine Gedanken, das ist rein freundschaftlich. Bei einem neuen Rekruten ist es normalerweise meine Aufgabe, ihnen einen Test zu unterziehen, um herauszufinden, welche Garde er am besten dient. Aber ein Mensch kann diesen Test nicht ablegen, vermute ich. Zumindest stellt sich mir diese Frage, ja. Aber vielleicht zerbreche ich mir nur unnötig den Kopf. Wenn du über eine Frage stolperst, auf die du nicht antworten kannst, dann geh einfach zum nächsten über. Ich krieg das schon irgendwie hin. Bist du bereit? Warte, du hast gesagt, dass alle Garden letztendlich dasselbe Ziel verfolgen. Bist dabei aber ziemlich vage geblieben. Wozu dient die Garde von ihr wirklich? Das habe ich dir schon gesagt. Wir helfen den Bewohnern von Eldaria. Auf allen erdenklichen Weisen. Obwohl unsere Aufgaben seit einiger Zeit doch gefährlicher und brisanter geworden sind. Was ist denn passiert? Siehst du den Kristall hinter mir? Ja. Den sehe ich. Der ist direkt hinter dir. Er ist für unsere Welt außerordentlich wichtig. Er reguliert unsere Energie. Was versteht er? Mann's. Er ist für uns sogar unverzichtbar. Man könnte sagen, er ist wichtig wie Sauerstoff. Okay. Und es ist noch nicht lange her, etwa ein Jahr, da war der Kristall mindestens 10-mal so groß. Wow, das ist klein. Aber Eindringlinge haben sich zu dritt zum Kristallser verschafft und Teil des Kristalls gestohlen. Neben der Verwaltung der Einwohner Eldarias hat sich die Garde seitdem zur Hauptaufgabe gemacht, die Kristallteile wieder zu beschaffen, die in unserer Welt verstreut sind. Seit unsere wichtigste Energiequelle zerstört worden sind, sind viele Einwohner Eldarias sehr schwach, verrückt oder extrem aggressiv geworden. Es gab zwar immer Spezies in Eldaria, die gefährlicher waren als andere, aber jetzt ist es deutlich schlimmer geworden. Und es ist unsere Aufgabe aufzupassen, dass das Ganze nicht ausartet. Ah, jetzt verstehe ich, warum Miku rot gesehen hat, als ich mich den Kristall nähern wollte. Naja, kein Grund, die Sorge zu machen. Du wirst sicherlich nichts Gefährliches machen müssen. Diesen Eindruck habe ich aber gerade nicht bekommen. Ich bin sicher, es wird dir gefallen. Also, bist du bereit für deine Fragen? Ja. Gut. Perfekt, ich habe den Fragebogen in der Bibliothek liegen lassen. Lass uns gehen. Gut, antworten wir auf die doofen Fragen. Bevor du den Test von Kero beginnst, finde die Jungs, um sie besser kennenzulernen. Aber Vorsicht, lass dich nicht beeinflussen. Okay. Ich ging an der Seite von Kero Shane, als Valkyorn auftauchte und auf ihn zutrat, um mir eine Frage zu stellen. Dabei ignorierte er völlig meine Anwesenheit. Und welche Garde hat der Test sie zugewiesen? Was? Ezraels oder Nephres? Ezraels oder Nephres? Oh, ich kann es wieder kaum lesen, ey, diese Schrift. Wir haben ihn noch nicht gemacht. Aber es wäre genauso gut möglich, dass sie in deine Garde kommt, weißt du? Völlig emotionslos mustert mich Valkyorn von Kopf bis Fuß. Vielleicht kannst du kämpfen. Ich glaube, mich verteidigen zu können. Das ist schon mal ein guter Anfang. Aber wenn du in die Obsidian-Garde eintreten willst, dann braucht es mehr als das. Die Handhabung von Waffen. Ist eine Disziplin, die wir... Hey, hör ich doch bitte auf, sie zu beeinflussen. Oh, Entschuldigung, das hatte ich eigentlich nicht vor. Ich will ja gar nicht, dass du in meine Garde kommst. Ey, hab ich schon mitgekriegt. So, ist er der Süße wieder? Nö, ich mag den einen. Na, hast du denn schon den Test hinter dir?
Frage Nummer 9 war ganz schön schwierig, oder? Nein, noch nicht. Wir wollten ihn gerade machen. Ich verstehe. Es ist also noch Zeit, das Zünglein an der Waage zu spielen. Er hat sich gebeugt, um einen Knicks zu machen. Okay. Ich bin Nefra und zuständig für die Schattengarde. Wenn du möchtest, dass ich mich um dich kümmere, versuche, meine Geil zu kommen. Ich denke darüber nach. Worauf sie zu beeinflussen, Nefra? Komm, Dani, lass uns gehen. Er ist süß. Ich mag ihn am liebsten bis jetzt. Naja, den anderen eigentlich. Ach, keine Ahnung. Ich mag viele. Ich mag Leute. Schmiede möchte ich nicht unbedingt. Kerker möchte ich nicht unbedingt. Den finde ich noch süß. Aber ihr wollt mich ja verraten. Was macht ihr hier? Habt ihr den Test schon gemacht? Diese Frage stellt uns wirklich jeder. Das ist doch legitim. Jeder von uns will wissen, ob wir einen zusätzlichen Sklaven bekommen. Das war gemein. Keine Sorge. Er macht nur einen Witz. Du glaubst, ich mache Witze? Nein, das ist ja das Problem. Mach dir keine Sorgen. Sollst du wirklich in die Absinthgarde eintreten, wird das schon gut gehen. Ja, ab dem Moment, wo du alle Pflanzenelder rührst, die Inhaltsstoffe des gefährten Futters und die Eigenschaften der vielen Gifte, die man hier finden kann, kann nichts mehr schief gehen. Wow. Ich... Während die anderen eher versuchen, sie auf ihre Seite zu ziehen, versuchst du eher, ihr Angst zu machen. Du bist wirklich unmöglich, Azariel. Und das tut mir nicht einmal leid. Das habe ich nicht ganz verstanden. Meint ihr das nun ernst oder nicht? Ja, ich glaube, er meint es ernst. Wie viele Jungs gibt es denn noch? Da wären wir also. Wo habe ich den Fragebogen noch gleich hingeräumt? Kero sucht überall. Ah, da ist er ja. Sein Horn fing an zu glitzern und im selben Moment erhob sich ein Buch aus seinem Regal und schwebte auf ihn zu. Wow, er hat ein glitzerndes Horn. Du bist echt... Wow. Wow, wie hast du das gemacht und warum glitzert dein Horn? Ich dachte eigentlich, glitzert deine Haut, wenn du ins Sonnenlicht trittst, wie bei Vampiren. Wovon sprichst du? Ach, das ist ein unbedeutender Film, der war eh schlecht. Das Buch, es ist von ganz allein zu dir gekommen. Oh, ich hatte gleich vergessen, dass du nicht von hier kommst. Es stimmt schon, die Magie muss ganz schön beeindruckend sein. Wenn man sie nicht kennt, sagen wir, sie ist eine meiner Begabungen. Das ist ja praktisch. Das ist ja keine Vorstellung. Also, bist du bereit? Ja? Wenn du eine Frage nicht verstehst, zöger nicht und ich frage nach. In Ordnung? Ja, gut. Welche Reihe du kommst, hängt vom Ergebnis deines Fragebogens ab. Deine Gartenzugehörigkeit hat aber keinen Einfluss auf den Verlauf der Geschichte oder deine Beziehung zu den einzelnen Charakteren. Das Ranking der Garn und der Spieler ermöglicht das Erspielen von Geschenken und exklusiven Objekten. Einige Objekte und Gefährten sind für bestimmte Garn reserviert. Wenn du nicht in der Garde bist, die für das Objekt oder den Gefährten nötig ist, so kannst du diese auch nicht erhalten. Okay. Ich lese dir am besten die Fragen vor. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob du unsere Schrift lesen kannst. Sie unterscheidet sich von der Schrift der Menschen. Oh, okay, aber warum könnt ihr unsere Sprache sprechen? Das ist ein Logikfehler. Also, die erste Frage. Welche Tageszeit magst du am liebsten? Die Abenddämmerung, die Morgendämmerung oder die Mittagszeit? Oh, das ist eine schwierige Frage. Morgendämmerung? Nee, schlafe ich. Abenddämmerung finde ich schön, aber ich mag Mittagszeit auch, weil man dann halt so viel unternehmen kann. Ich sage die Mittagszeit. Gut, welches Objekt nimmst du mit, wenn du in den Wald des Schlafes aufbrichst? Was? Der Wald des was? Es ist ein berühmter Ort in Eldaria. Das bringt mich auch nicht viel weiter. Also ich sage, du hast die Wahl zwischen einer würzigen Melone, ein Kissen und deinem Mut und ein Messer. Eine würzige Melone. Was soll das denn sein? Wir können diese Frage überspringen, wenn du willst. Nein, ich möchte eine Antwort geben. Muss ich jetzt... Eine würzige Melone? Ein Kissen, mein Mut und ein Messer. Was? Ich nehme an, das ist irgendein Wald, in dem ich was zu essen wird. Aber ich dachte, du weißt gar nicht, was das ist. Genau deswegen, ja. Das ist bestimmt die richtige Antwort. Es gibt bei diesem Fragebogen keine richtigen oder falschen Antworten. Es ist ein einfacher Persönlichkeitstest. Gut, mach weiter. Kommen wir zur dritten Frage. Was machst du in deiner Freizeit? Gehst du in die Bibliothek von Alexandria, erkundest du die Erzgruben oder bleibst du zu Hause? Die Bibliothek von Alexandria zu besuchen könnte schwierig werden. Sie existiert seit Jahrhunderten nicht mehr. Naja, also wir haben eine Nachbildung von ihr in Eldaria. Ja genau, eine Nachbildung. Er fing an, nervös zu kichern. Also wie lautet deine Antwort? Erzgruben? Nee, zu Hause ist schon cooler, Bibliothek. Oh, ich habe eine E-Book-Flat. Ach, was weiß ich, bleib zu Hause. Nächste Frage. Du triffst plötzlich auf einen
Black Dog. Was tust du? Was ist denn ein Black Dog? Das ist kompliziert. Oh Mann, was soll ich denn darauf bloß antworten? Die möglichen Antworten lauten, ich hole meinen Mut und mein Messer hervor. Ich versuche, die Flucht zu ergreifen oder ich versuche, ihn zu besänftigen. Schon wieder sowas mit Mut und Messer? Sagen wir einfach, es ist die Antwort, die einem Typ entspricht. Also, wie lautet deine Wahl? Ja, wenn es irgendwie so ein Hund ist, versuche ich ihn zu besänftigen. Habe ich mir meinen auch geschafft. Ist eingetragen. Kommen wir zur folgenden Frage. Welche dieser drei Furby-Spezies wählst du aus? Ich habe so ein Gefühl, als werden mir die möglichen Antworten nicht sagen. Das ist ein Fragebogen, der normalerweise den Bewohnern Eldarüas gestellt wird. Die Antworten lauten ein Redcap, ein bebrülltes Einhorn. Ja. Oder, hey, wer hat sich einen Spaß an irgendein unsinnigen Fragebogen geschrieben? Ein bebrülltes Einhorn? Das bist doch du, oder? Oh, finde ich lustig. Ich bin sicher, das war Ezra. Das ist wirklich nichts aus. Entschuldige, die richtige Auswahlmöglichkeiten lauten ein Redcap, ein Corrigan oder ein Blamemeyer. Corrigan klingt cool. Gut. Welches der folgenden Objekte enthält am meisten Mana? Ein Büschel Kaffeebohnen, purifiziertes Wasser oder unbehandelte Holzasche? Was? Ich weiß es doch nicht. Was soll ich das wissen? Holzasche bestimmt. Sehr gut. Und was ist dein Lieblingslebensmittel? Honig, Milch oder Brot? Das sind alle Auswahlmöglichkeiten. Die sind ja ganz schön banal. Dabei braucht es nichts Ausgefallenes. Naja, aber Brot? Erinnerst du dich? Das war das, was der kleine Junge gestohlen hat. Brot ist ein übliches Lebensmittel in Eldarüa. Also, was magst du am liebsten? Ja, Milch mag ich so nicht wirklich. Brot kommt drauf an, welches. Und Honig? Naja, geht. Ich nehme das Brot. Ich esse auch gern Cheeseburger, Pizza, Donuts. Tut mir leid, aber das kann ich nicht in meinen Fragebogen eintragen. Schade. Los, wir sind bald fertig. Es bleibt nur noch drei Fragen übrig. Die nächste lautet, wovon hast du in Eldarüa am meisten Angst? Vor den Illuminaten, den Triaden und den Templern? Hm? Aber das sind doch Begriffe aus meiner Welt. Nicht nur. Was soll das heißen? Tut mir leid, das ist alles zu erklären, würde Stunden dauern. Willst du nicht einfach eine Antwort auswählen? In Ordnung, aber du musst es mir später noch erklären. Illuminaten, Triaden, Templer. Ja, Illuminaten kommen. Die sind überall. Überall! Warte, ich finde einen Illuminaten. Dreieck, 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 Dreieck. Das ist viel zu einfach hier. Okay, dann nächste Frage. Gut. Er schien plötzlich peinlich berührt zu sein. Wessen Befehlen musst du gehorchen? Welche Antworten stehen denn zur Auswahl? Also, da wären Miko, Miko oder Miko. Miko. Schon wieder Miko. Immer noch Miko. Miko. Und dann ist die letzte Frage. In welche Garde würdest du gern eintreten? Endlich eine Frage, auf die ich antworten weiß. Nein, weiß ich nicht. Oh, das waren doch nicht nur schwere Fragen. Die vorletzte war doch zum Beispiel ganz einfach. Die vorletzte war etwas seltsam. Also in welche Garde möchtest du eintreten? Schatten, Obsidian, Absinth. Was war ein Absinth nochmal? Ich sag Schatten, das ist ja süßer. Perfekt. Warte kurz, ich erzähle die Punkte zusammen. Es dauert einige Minuten, ehe er wieder zu mir aufsah. Was ist denn nicht? Bin ich Obsidiangarten nicht, ne? Was? Was? Ich will nicht Obsidiangarten. Das ist alles, was ich nicht will. Das ist dieser Kampf, ne? Wieso? Wie es aussieht, interessierst du dich für Waffen? Dein Mut ist legendär. Ich habe nichts mit Waffen beantwortet. Außer, dass ich Brot mag. Aus diesem Grund wirst du dich Obsidiangarten anschließen. Interesse? Auf mindestens die Hälfte der Fragen habe ich doch nach dem Zufallsprinzip geantwortet. Das ist nun mal das Testergebnis. Du bist von jetzt an Mitglied einer Garde. Gib für deine Garde dein Bestes, sodass sie den bestmöglichen Platz im Ranking erreichen kann. Bestmöglichen Platz im Ranking? Ja, jemand annehmen wir der stärksten Garde von ihr. Ich erkläre dir schnell das Ranking-System. Tutorial starten. Jetzt, wo du einer Garde angehörst, können wir dir auch einen Gefährten anvertrauen. Ein Gefährter? Was soll das sein? Das sind Kreaturen Eldarüa. Schafft man es, sie zu zähmen, können sie so sehr loyal Begleiter werden. In der Garde von Il hat der Großteil der Mitglieder einen Gefährten. Oh, hast du etwa auch einen? Ich würde ihn gern sehen. Natürlich, er ist allerdings gerade unterwegs. Er stieß einen langgezogenen Pfiff aus. Oh, es ist ein Seriphon. Der ist ja niedlich. Ich soll so etwas Süßes auch, also auch bekommen? Nichts von dieser Art, aber es gibt noch drei weitere Gefährtenarten, die für dich in Frage kommen. Dafür gibt es eine weitere Fragebogen. Was hältst du davon, wenn wir dich damit... Oh, ich krieg einen Gefährten. Noch einmal, man könnte meinen, ohne Fragebogen würdet ihr gar nicht klarkommen.
Nein, das sind die einzigen. Also es gibt schon noch andere, aber ich glaube nicht, dass du irgendwann dazu Gelegenheit bekommen wirst, sie zu beantworten. Der Fragebogen für die Gefährten ist allerdings in mein Zimmer. Kommst du? In Ordnung. Ich will nicht in die Obsidiankarte. Wo ist denn sein Zimmer? Korridor, Schmiede, Wandeltreppe. Wo ist denn sein Zimmer? Begib dich zum Zimmer von... Wo ist denn das? Warte kurz auf mich. Mein Zimmer ist da vorne. Okay. Ich komme sofort wieder. Kero verschwand am Ende des Flurs. Was mache ich nur? Das wäre die Gelegenheit, um mich davon zu machen. So schnell wie möglich davonlaufen, warten, bis er zurückkommt, ungeduldig und... Ach, ich warte einfach. Ich bewegte mich nicht von der Stelle, sondern wartete geduldig auf Kero, als jemand mir von hinten eine Hand auf die Schulter legte. Ach, wir laufen uns in letzter Zeit echt oft über den Weg. Was machst du denn hier denn so allein? Oh, ich warte auf Kero. Er ist in sein Zimmer gegangen, um etwas zu holen. Er hat mich gebeten, mich nicht vom Fleck zu rühren. Hast du gedacht, du könntest von hier verschwinden? Ich wollte nicht von hier verschwinden. Hier geht's nicht weiter. Azariel, musst du nicht die Vorräte im Alchemielabor überprüfen? Oh doch, ich war gerade auf dem Weg. Das ist auf der anderen Seite des HQ. Ich muss niesen. Oh Gott. Niesen. Ich musste niesen. Gut. Ich bin so trottelig. Ich muss mich schon wieder verlaufen haben. Ja, natürlich. Also, Dani, bist du bereit für die nächste Frage? Ja. Sehr gut. Hier also die erste Frage. Welche der folgenden Objekte findest du am appetitlichsten? Ein gezuckertes Ei, eine Bambussprosse oder eine Baumwollblüte? Das sind ja außergewöhnliche Lebensmittel. Gefährten ernähren sich anders als wir. Deshalb fallen die Möglichkeiten so aus. Wie lauten seine Antworten? Bambussprossen sind noch lecker. Okay, nächste Frage. Hättest du gern einen süßen, einen starken oder einen kleinen Gefährten? Einen süßen! Sehr schwer. Was erwartest du von einem Gefährten? Dass er über ein Messer und Mut... Wieso Messer und Mut? Viel Zuneigung oder Schnelligkeit verfügt? Schon wieder dieser Messer und Mut-Kram. Ich will einen süßen! Wie gesagt, handelt es sich dabei um eine Typfrage. Viel Zuneigung, das soll mich kuscheln. Du musst für eine Zeit weg. Was tust du mit deinen Gefährten? Du überlässt ihn einen Freund, du bringst ihn in einen Gefährtenbetreuung oder du glaubst, er kommt allein zurecht. Hallo, ich gebe ihn einen Freund. Und nun zur letzten Frage. Wie viel Zeit glaubst du, für deinen Gefährten aufzubringen? Du könntest das Maximum, was? Das Minimum, das Maximum oder eben die Zeit, die er benötigt. Ist das eine Pfandfrage? Nein, warum? Wenn ich das Minimum antworte, bekomme ich keinen Gefährten, oder? Oh doch, es gibt Gefährten, die nicht besonders viel Aufmerksamkeit ihres Besitzers benötigen. Du erhältst den Gefährten, der deine Bedürfnisse am ehesten entspricht. Ich nehme das Maximum. Ich liebe es. Super. Da dieser Fragebogen sehr kurz gestellt ist, kann ich dir direkt sagen, welcher Gefährte zu dir am besten passt. Trommelwirbel. Der Gefährte, von dem du immer geträumt hast, ist ein... Bekola. Bekola. Was ist das? Ein Bekola. Du wirst schon sehen. Wow. Bitte lass ihn süß sein. Bitte lass ihn einfach süß sein. Ich wollte gerade sagen, ist das mein Gefährte, dann tausche ich ihn um. Alle Gefährten sind zu Anfang noch in ihrem Ei. Und sie zum Schlupf zu bringen, benötigst du einen Brutkasten. Hier, ich gebe dir einen. Ich nahm das letzte Mal Gegenstand entgegen, den er mir hinhielt. Lege das Ei in den Brutkasten, bis es schlüpft und begrüße deinen Gefährten. In einigen Fällen braucht man dabei allerdings etwas Geduld. Manche Eier brauchen mehr Zeit zum Schlüpfen, aber bei diesem hier sollte es recht schnell gehen. Yay! Geh schnell zu deinen Gefährten. Ah, es ist ein Ei. Hier ist der Brutkasten, den du von Kiro Shen geschenkt bekommen hast. Den Ei kannst du dort ausbrüten, indem du es hineinlegst. Dies ist dein Ei, das gefällt dir. Leg es in den Brutkasten. Ja, bla bla bla. Wie? Oh. Ich wird gebrütet. Schlüpf. Was? 15 Minuten. Wir warten und wir warten. Wie viel kostet das? 5 Goldstücke. Ich habe 0. Gut, dann habe ich es gemacht. Gut, machen wir weiter in der Zeit. Wo ist denn die Episode? Na, hast du deinen ersten Gefährten Ei zum Schlüpfen bringen können? Nein, noch nicht. Das ist jetzt halt. Ach so, ich darf erst weitermachen, wenn das Ei schlüpft. Gut, Leute, also vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wie es geschlüpft ist. Und wir lesen jetzt noch Nachrichten vor. Stimmt, ich habe noch 3. Das geht. Hi, liebe Dani, HDL und danke, dass du meine Freundschaftsanfrage angenommen hast. Und von dir habe ich das Spiel gefunden. Danke für die netten Worte. So. Da habe ich gesendet. Ich glaube, ich habe gesendet. Da.
Hey Dan, ich bin ein Fan von dir. Entschuldigung für meine Rechtschreibung. Lass Suri wieder schreiben. Suri schläft wie immer. Die ist müde. Suri schläft. Oh. So, und noch eine Nachricht war das, ne? Ui, da hab ich drauf geantwortet. Hey. Ich hab noch eine Nachricht. Oh, oh. Eine Nachricht habe ich hier noch. Oh, oh. Wo sind meine Nachrichten? Danke, dass du mal Anfrage angenommen hast. Kein Problem. So. Dann, Leute, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.